Ich habe angefunden. Würde mal sagen, Justin passt völlig perfekt zu unserem Rothaarigen. Und deswegen würde ich mal sagen, nennen wir uns Justin. Du hast Saftsack eingegeben, ist das richtig? Nein, ich habe doch... Kannst du nicht lesen oder so, du Behinderter? Ich habe Justin eingegeben. Nein, ich habe Justin eingegeben. Ich ändere das nochmal, wenn das geht. Möchtest du wirklich den Namen Saftsack behalten? Nein! Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von South Park The Stick of Truth. Ich habe eben gerade schon mal ein bisschen aufgenommen, deswegen weiß ich jetzt schon, was passiert. Ich wollte einfach nochmal von vorne aufnehmen, weil ich fand, die Aufnahme war jetzt nicht so prickelnd. Meine Stimme war, ja, sagen wir es mal so, der Sound war ein bisschen laut und ich habe relativ scheiße kommentiert. Das möchte ich jetzt nachholen. Und deswegen, willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben in der letzten Folge des Let's Play angefangen, wenn ihr das mitbekommen habt, soweit. Wenn nicht, dann könnt ihr mal die erste Folge mal nachholen, wenn ihr wollt. Ja. Wir sind jetzt hier nun, im Lager der Helden oder so, oder auf einem Spielplatz, wenn man das so sehen will, oder, ja, im Hintergrund schöne Melodie, eine schöne Musik von Tiffany Hill gespielt wurden und so, ne? Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von South Park The Stick of Truth. Ja, willkommen zur zweiten Folge. Wir haben in der letzten Folge das Let's Play angefangen. Wenn ihr das nicht mitbekommen habt, könnt ihr ja gerne nochmal die erste Folge wiederholen. Ja, gut. Wir sind jetzt hier in der Basis, ja, okay, ja, wir sollten eigentlich mit unseren Freunden spielen. Sind wir jetzt, zu Eric Cartman gegangen. Und wie wir herausgestellt haben, ist er ein mystischer Zauberer oder so. Und ja, wir stehen jetzt hier, im Lager. Und ich weiß noch nicht, was jetzt auf mich zukommen wird. Aber ich würde mal sagen... Schauen wir uns nochmal um. Ich habe übrigens das Spiel jetzt mal auf Deutsch gestellt, weil sich das einfach so viele gewünscht haben. Und mal gucken, was Eric Cartman denn hier so zu sagt und so. Ich habe übrigens den Sound ein bisschen leiser gestellt. Der war extrem laut eigentlich beim letzten Mal. Und ich kann mich halt immer nicht so aufs Reden konzentrieren, wenn die Stimme lauter ist als ich selber oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir ist es auf jeden Fall so. Hier kann man ein bisschen Schlagen üben, einfach mal ein bisschen verkloppen. Ja, gut, es wird jetzt übrigens mal wieder eine Folge sein, wo ich auch Rauschunterdrückung anmache. Also wenn ihr das jetzt hört und im Hintergrund dieses Rauschen nicht mehr hört, aber meine Stimme ein bisschen sackt, dann ist es halt die Rauschunterdrückung und mal gucken, ob ich das beibehalte oder nicht. Mal gucken, wie das halt im Endergebnis ausschaut. Ja, wir werden mal mit dem hier sprechen. Oh, hier, guck mal. Wir haben gerade mit Clyde gesprochen und wir haben jetzt einen neuen Freund erhalten. Clyde ist unser Freund. Jetzt sprechen wir einfach mal mit dem hier. Oh, falscher Knopf. Guck mal, Scott Melgison. Ich habe eine neue Freundschaftsanfrage bekommen und ich muss gerade mal kurz gucken. Irgendwo konnte man doch sein Inventar öffnen. Ach, auf I. Ich guck gerade mal. Aha, okay. Ah, guck mal hier. Wir haben jetzt drei Freunde. Das ist sehr nice. Das ist sehr, sehr, sehr nice. Das freut mich auf jeden Fall. Ich sammle ja Freunde, wie ihr wisst. Ich habe nämlich nicht so viele. Sei vorsichtig, der Stein. Boah, heftig, ey, Leute, wie der abgeht hier. Wie das hier abgeht. Was ist hier alles für mystische... Ja, Steine oder so gibt. Ich finde das immer lustig, wie dieses alles so richtig ernst rüberbringen wollen. Ja, irgendwie... Der Witz im Ganzen ist halt einfach nur, dass das halt Kinder sind, auf einem Spielplatz sind, einfach nur ein Spiel spielen und die das hier so echt rüberbringen wollen. Und das finde ich echt extrem lustig. Das feiere ich irgendwie. Ah, gut, ein Pool. Können wir später mal baden gehen, wenn es hier mal Sommer sein sollte, was in South Park nicht sehr oft der Fall ist. Ich glaube, es war noch nie Sommer im South Park. Aber wir haben Blumen erhalten. Eine süße, eine coole Narzisse. Für die Holde Maid, Prinzessin Kenny. Ich kann das nicht ernst nehmen.
Ich kann das nicht ernst nehmen. Warum zur Hölle ist Kenny ein Mädchen? Warum ist er eine Prinzessin? Er hat voll geile Haare, oder? Ja, cool. Ich würde mal sagen, wir klettern hier erstmal hoch. Und schauen uns mal so ein bisschen South Park an. Ich guck gerade mal, ob ich hier die Schule sehe. Ja, guck mal, ich sehe die Elementary South Park School oder so. Ich glaube, die müsste hier Disney sein. Ich könnte meinen Cursor sehen. Ich kenne mich jetzt hier nicht allzu gut aus, aber ich auf jeden Fall können wir hier den Server, nicht den Server, ja, den Server auch vor allen Dingen, ne? Ich glaube, das hier ist, das ist eine Kirche, das ist halt die Schule, oder? Ne, ist das jetzt die Schule oder nicht? Das ist die Schule. Oh Gott, Leute, könnt ihr mir mal schreiben, in die Kommentare schreiben, was mal von denen aus die Schule ist. Ich bin mir gerade ganz ehrlich nicht sicher. Hier drüben wohnen Kyle und so und Stan, glaube ich. Das ist halt, ich weiß nicht, ob ihr die Folge kennt mit dem City Walk, mit dem Japaner, mit dem Chinesen. Ich glaube, das ist dieser Turm von dem Chinesen. Ich glaube, hier wohnt der Chinese, es müsste Japaner sein oder irgendwie so im Dreh rum. Und ich erinnere mich noch relativ gut an die Folge. Und ich finde das cool, dass die das hier eingebaut haben oder so, dass halt die fest zu South Park gehören. Ich glaube, das ist eine Polizeistation. Was das jetzt genau ist, das kann ich euch nicht sagen. Aber cool, dass man alles so mal so wiedersehen kann. Dass die halt alles auch genau dahingestellt haben, wie es halt auch in der Serie ist, ist echt cool. Und ja, gut. Können wir sonst noch was machen? Außer Freunde finden? Ne, ich glaube nicht. Wir haben auf jeden Fall als Aufgabe jetzt bekommen, Kenny oder Kenny Stella oder what auch immer. Wir haben als Aufgabe bekommen, sie ihr die Narzisse zu übergeben. Das machen wir gleich mal. Ja, ich verstehe dich natürlich sehr gut. Der nuschelt immer so ein bisschen. Oder die ist ja eine Prinzessin. Ja, gut. Gut. Ich spreche jetzt einfach mal mit Cartman. Es könnte sein, dass es jetzt ein bisschen leise ist, von den Filmsequenzen oder von den Dialogsequenzen, aber ja, es ist mir halt einfach extrem viel zu laut und ich hoffe einfach mal, es geht so. Ach, jetzt habe ich gerade gar nicht zugehört und er will wissen, wie wir heißen. Oh, jo, 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 jo. Ja, Leute, gut. Ja, der Namensmoment. In jedem Spiel, in jedem Rollenspiel gibt es diesen Moment. Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet. Aber ich habe mir auch noch nicht wirklich viel Gedanken über den Namen gemacht, wie wir diesen Rothaarigen nennen wollen. Aber ich denke mal, ich habe einen gefunden. Ich würde mal sagen, Justin passt völlig perfekt zu unserem Rothaarigen. Und deswegen würde ich mal sagen, nennen wir uns Justin. Du hast Saftsack eingegeben, ist das richtig? Nein, ich hab doch... Kannst du nicht lesen oder so, du Behinderter? Ich hab Justin eingegeben. Nein, ich hab Justin eingegeben. Ich ändere das nochmal, wenn das geht. Möchtest du wirklich den Namen Saftsack behalten? Nein! In Ordnung, Saftsack. Jetzt musst du eine Klasse wählen. Kämpfer, Magier, Dieb oder Jude. Ja, sehr schön, dass wir uns den Namen selber ausdenken. Aussuchen durften. Das war irgendwie voll gemein von den Entwicklern, dass sie mich jetzt Saftsack genannt haben. Dabei wollte ich doch Justin heißen. Das ist scheiße. Das ist ein No-Go von denen. Ja, gut, wir können uns hier zwischen vier Klassen entscheiden. Und, ja, gut. Welche Klasse nehmen wir denn mal? Oh, ich weiß es nicht. Aber ich würde mal sagen, so zu den roten Haaren und Sommersprossen oder beziehungsweise Pickel, ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Aber ich würde mal sagen, zu den roten Haaren würde doch eher der Jude passen, oder? Wollen wir den Juden nehmen? Kämpfer bin ich jetzt nicht unbedingt, Magier auch nicht. Dieb auch nicht, ich glaube, wir nehmen echt Jude. Die sehen so ein bisschen aus wie so ein Hexenmeister. Wie so ein Elf oder Druide. Aber deswegen würde ich mal sagen, nehmen wir den Juden. Warum auch immer jetzt hier Jude als Klasse gilt. Könnt ihr immer noch gleich Moslem nehmen oder so. Oder Deutscher oder so. Ist ein bisschen komisch, aber gut. Wir nehmen die Klasse Jude. Ihr kennt ja alle den Humor von South Park. Und wir nehmen den Juden. Warum nicht?
Und wir heißen Judy Saftsack. Das ist echt der beste Name, der mir je untergekommen ist. So wollte ich meinen Charakter nennen und nicht anders, ja? Ja, gut. Wir haben jetzt unser Gewand an und wir haben so eine geile Judenkappe auf. Jetzt fühle ich mich echt wie so ein Jude. Ja, gut. Wenn ich jetzt ein bisschen rassistisch rüberkomme, das soll jetzt nicht so rüberkommen, tut mir echt leid. Aber das Spiel zwingt mich halt hierzu gerade. Wir sollen eine Waffe bei Clyde kaufen und das machen wir auch gleich mal. Was kaufe ich mir denn mal? Wir sollen uns eine Waffe kaufen. Wir können uns nur diesen Judenstab kaufen. Roffel? Das ist voll rassistisch. Hätten die nicht irgendwie... wie hätten sie den nennen können? Hätten die den nicht irgendwie... weiß nicht, Stab der... Ja, Stab der Weisheit gibt es ja schon. Das Spiel heißt der Stab der Weisheit. Aber hätten sie den nicht einfach irgendwie... Schafsstab oder diese Hürden oder Hürdenstab oder so, hätten sie nicht einfach Hürdenstab nennen können oder so, weil die Hürden haben auch mal so einen Stab gehabt, so einen Führerstab oder so. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht, diskriminierend, aber gut, wir nehmen den Judenstab. Wir müssen ja so ein bisschen auch Funny reinbringen. Wir haben übrigens $10 zusammen gehabt. Ja, jetzt haben wir nur noch 8, gut. Kann ich mir eigentlich hier noch was kaufen? Was haben wir denn hier noch? Verbrauchsgüter, das sind Heiltränke und sowas, ne? Wiederbelebungstrank, $3. Boah, das ist ja echt teuer. Vor allem, man kommt ja auch nicht so schnell und so gut an das Geld jetzt ran, sage ich mal. Aber ich kann mir das, glaube ich, gar nicht alles kaufen, oder? Du sollst mir eine Waffe kaufen, kommt später nochmal zurück und so. Bla bla bla. Ah, okay, gut. Schade, dann kann ich mir wohl jetzt nichts mehr kaufen. Ja, außer meinen Judenstab. Wir sind ein Jude namens Saftsack und haben hier einen Judenstab. Das ist ja schon mal ein geiler Anfang. Drücke I, um die Waffe auszurüsten. Gut, dann wählen wir mal den Judenstab aus und schließen unser Inventar wieder. Das ist ja natürlich ziemlich geil jetzt, ne? Wie so ein Kleid in den Arsch treten, das mach ich schon gerne. Dritte Kleid in den Arsch, muss was? Das ist doch schwul. Ja, ich lese am besten gar nicht erst mit, ich nur im Gedanken so ein bisschen. Ihr könnt euch das ja so immer... selber durchlesen. Gut. Klicke mit der linken Maustaste, um deine Aktion auszuwählen, okay. Ja, also es ist halt ein Rollenspiel und ich war echt schon drauf gespannt, wie das Kampfsystem sein wird. Und ja, gut, jetzt lernen wir es mal kennen und mal gucken, wie ich es denn im Nachhinein denn finde. Okay. Okay. Ich glaube, ich habe es raus. Ich glaube, wir müssen, wenn wir angreifen, ich kann euch das mal zeigen. Ich glaube, wenn wir angreifen, müssen wir im richtigen Augenblick, wenn es blinkt, linke Maustaste drücken. Und ich glaube, das war... Ja, das war sogar richtig. Ja. Gut, gefällt mir. Bis jetzt eigentlich... relativ... gut. Haben sie auf jeden Fall nicht schlecht umgesetzt. Für ein Rollenspiel. Na gut, dann dreschen wir noch ein bisschen weiter auf Clyde drauf ein. Mit unserem Judenstab. Weil der hat ein Schwert und wir haben einen Stab. Und wir gehen auf Nahkampf oder so, dass er nichts Besonderes kann. Das ist echt ein bisschen diskriminierend. Immer noch. Klicke mit der rechten Maustaste, wenn du die Anzeige zum Blocken siehst. Okay. Mach dich bereit. Oh, ja, ich glaube, wir müssen rechtzeitig blocken, sonst kriegen wir echt noch massig Schaden ab. Das überspringen wir auch mal. So, und dann blocken wir mal. Ach, wir müssen gar nicht mehr blocken. Oh, ich dachte, wir müssen jetzt vielleicht nochmal blocken. Ah, guck mal, Fähigkeiten können wir auch eben machen. Davids Schleuder. Drücke schnell A und D, bis die Schleuder aufgeladen ist. Dann klicke mit der linken Maustaste, um zu schießen. Also es ist ja extrem geil, was es hier alles so gibt. Ich denke mal, im Laufe des Spiels werden wir noch viel mehr Geiles an Sachen haben oder bekommen. Also da freue ich mich echt schon drauf. Wir sind ja immer noch am Anfang. Das ist ja eher mehr gesagt, jetzt hier noch ein Art Tutorial mehr. Oh, falscher Knopf. Oh Mann, ich war nicht drauf vorbereitet, du Blödmann. Das ist gemein, ich war nicht drauf vorbereitet. Ich muss mich noch ein bisschen mehr einüben hier. Das ist schwer. Oder für den Anfang auf jeden Fall.
Ah, cool, wir haben ihn aber getötet. Sehr nice. Ich finde ja meinen Ginger immer noch voll hot. Der sieht voll cool aus. Der passt hier voll rein. Vor allem, der passt doch voll als Jude, das mit den roten Haaren oder so. Man könnte meinen, das wäre Kyle. Aber das ist nur so irgendwie ein Cousin oder so von Kyle oder so, behaupte ich jetzt einfach mal. Für mich ist er immer noch Justin. Aber wenn er halt Saftsack heißt, dann heißt er halt Saftsack. Aber ich nenne ihn jetzt... Nee, ich nenne ihn einfach Justin. So, gut, weiter geht's. Gehen wir mal hier rein und folgen den lieben Eric Cartman. Ach du Scheiße. Das ist also der berühmte Stab der Wahrheit. Sieht aus wie ein Stock. Aber er muss wohl extrem heilig sein. Boah, heftig, ey. Ey, wie meiner voll die Haare in seinem Auge hat. Und jetzt los. Scheiße, scheiße. Oh, oh. Oh je. Ja, gut, Leute. Ich möchte mich hier aber, bevor wir weitermachen, nochmal ein bisschen hier drin umschauen, was hier vielleicht noch zu finden ist, was ich hier vielleicht noch finden kann oder klauen kann. Es gibt überall immer so ein bisschen Geld. Und so, ja, okay. Gibt es hier noch irgendwo was? Ich durchsuche ja immer gerne mal was. Ne? Bin ja gerne eine Durchsucher. Den möchte ich ja gerne mal klauen, aber das geht leider nicht. Schade. Ja gut, hier haben sie wirklich nicht viel eingebaut, weil man sich hier nicht so lange aufhalten soll. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal nach draußen und bekämpfen die Elfen. Ich komme. Lalalalalalala. Oh, 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 oh. Wir sind keine Piraten. Ich liebe Cartman. Ich liebe ihn einfach nur. Er ist so richtig cool. Ja, okay, auf ins Gefecht. Ach so, wir müssen auch so den Kampf anfeiten. So, wenn wir eine Person schlagen, dann beginnt der Kampf. Das ist ja extrem cool. Boah, scheiße. Jetzt muss ich blocken. Boah. Das geht aber ab. Alter, wie viele Leben ich verloren habe. Okay. Gegenstände. Ich glaube, wir können uns auch heilen. Soll ich mich denn heilen? Ich möchte mich aber nicht heilen. Ey, du bist so behindert, Cartman. Warum soll ich mich jetzt heilen? Ich habe doch kaum Leben verloren. Ich hätte mit dem jetzt lieber aufgehoben. Okay. Also ein paar Chips oder so. Ist okay. Du kannst in jeder Runde erst einen Gegenstand verwenden und dann angreifen. Sobald du angreifst, ist diese Runde für dich vorbei. Ach so, sowieso wie bei Yu-Gi-Oh! Wenn man eine Fallenkarte spielt, kann man... Also danach, wenn man angreift, keine Fallenkarte mehr spielen. Okay, gut zu wissen. Wenn ihr noch Yu-Gi-Oh! Kennt, Daumen nach oben. Ist mir gerade so eingefallen. Hatte so dasselbe Prinzip. Oh, ich werde nicht den Arsch küssen. Den haben wir geil abgewehrt, auf jeden Fall. Der